Denn die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Was bedeutet das? Zu wissen, dass der Herr mit dir ist, das ist was ganz Großartiges. Zu wissen, dass der Herr mit dir ist in verschiedenen Situationen deines Lebens, auch in Bedrängnisse, ist der Herr mit dir. Und wenn ich das weiß, dann gibt mir das Kraft, Mut und Freude, weil der Herr mein Leben führt und lenkt und ich dann sicher bin in ihm. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr. Danke, Jesus Christus, jetzt, Herr, für diese Zeit, die du uns bestimmt hast, Herr, dass wir hier sein können, Herr. Für diese Zeit des Fasten und Gebet. Herr, wir geben uns dir hin als ein Gott wohlgefälliges Opfer, das dir wohlgefällig ist, Herr. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer geben wir uns jetzt dir hin, Herr. Herr, und demütigen uns unter deine gewaltige Hand. Herr, wenn wir uns demütigen, so wirst du uns erhöhen. Herr, und darum wollen wir uns jetzt demütigen unter deine gewaltige Hand, unter deine gewaltige Führung. Wir suchen deinen Willen. Wir suchen das, was in dir ist, Herr. Wir suchen dich, Jesus. Wir suchen deine Nähe, deine Präsenz, deine Liebe. Wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin, Herr. Mit Geist, Leib und Seele, Herr. Oh, Herr Jesus, wir preisen dich. Wir ehren dich. Wir loben Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Führe und leite, Herr, diese Versammlung zu deiner Ehre. Führe und leite durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir preisen dich, unser Gott. Wir ehren dich, unser Vater im Himmel. Geheiligt bist du im Himmel, so auch in diesem Raum. Wir ehren dich, Jesus, Sohn Gottes. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja. 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 Wir erheben dich. Sind. Du bist unsere Sonne, Herr, die uns Wärme gibt, die uns Licht gibt. Halleluja, Jesus. Du bist der Höchste. Über.
Allein zu sehen, auf ihn zu blicken, wie er in der Bibel ist, das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, der König des Lebens, die Wahrheit, er ist alles. Er ist der wahrhaftige Gott. Und diesen wahrhaftigen Gott dienen wir. Johannes sah ihn, er war über 90 Jahre alt. Sein Leben war noch nicht zu Ende. Jesus legte seine rechte Hand auf ihn. Das bedeutet, er gab ihm einen Befehl. Er gab ihm noch einen Auftrag. Und diesen Auftrag zu senden an die 7 Gemeinden. Er hat alles aufgeschrieben. Hat noch gedient. Hat alles weitergegeben, was Jesus ihm gesagt hat. Hat das mit den Brüdern, mit den Geschwistern in der damaligen Zeit geteilt, wie, was ihn Gott in sein Herz gelegt hat. Und wisst ihr, was das Gute dabei ist? Er teilt es mit uns auch heute. Was die Apostel empfangen haben, was wir gesehen, was wir gehört, was wir betrachtet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und ihr habt mit uns auch Gemeinschaft. Weil ihr das lesen tut, weil ihr das empfangen habt, was euch der Herr in sein Wort niedergeschrieben hat. Das, was sie gehabt, bekommen haben, teilen sie mit der ganzen Menschheit in der ganzen Welt. Und wisst ihr, das Gute dabei ist, auch mit uns. Halleluja, auch mit dir. Auch mit dir teilt der Herr es. Und glaubt, der Herr hat immer Gutes für uns. Hat immer Gutes für uns. Deswegen lasst uns auf ihn sehen, auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was er anfängt, das vollbringt er auch bis zum Schluss. Mit deiner Schwachheit vollbringt er es. In den Schwachen ist der Herr stark. Deswegen, auch wenn wir uns jetzt demütigen, in unserer Schwachheit wird der Herr anfangen, uns zu erhöhen. Darum lasst uns demütig sein und unseren Blick auf Jesus Christus richten, dass er da ist, dass er das Beste für dich hat. Und die 2 Tage, die wir hier sind, lasst uns wirklich ernstlich im Gebet, unter Fasten und Gebet, Gott anbeten, ihn bitten für all das, was er mit uns in dem ganzen Jahr vorhat. Bist du dabei? Wir suchen den Willen unseres Herrn. Wir suchen nicht unseren Willen, wir suchen den Willen unseres Herrn. Und wir fragen nach ihm, was er will. Nicht, was Menschen wollen, was Gott will. Diener des Allerhöchsten Gottes. Lasst uns nach ihm trachten, nach seinem Willen fragen. Lasst uns anfangen, ihn zu ehren, zu lieben, zu preisen und in Demut in seinen Fußspuren zu leben, zu wandeln. Amen. Bist du dabei? Lasst uns noch Lobpreis singen und dann gehen wir weiter, wie der Geist es führt. Wie der Geist es führt. Wie der Geist, der in dir ist, wie er es führt. Halleluja. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Alle zusammen. Verstanden.
Könige, der König aller Könige, der Anfang und das Ende. Auferstanden und erlebt in meinem Herzen, wo sein Name steht. Er ist der Allmächtige, der König aller Könige, der Anfang und das Ende. Dass der Erlöser lebt. Dass das Grab leer ist. Und das hört er nicht gerne, dass der Herr Erlösung gebracht hat für die ganze Menschheit. Dass der Herr in den Menschen wohnt durch seinen Geist. Und dass der Tempel nicht in Jerusalem ist, sondern dass der Mensch der Tempel Gottes ist. Und das bist du und ich. Halleluja. Das soll uns erstmal bewusst werden, dass der Herr, der Heilige Geist, in dir wohnt. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Kein Rahl ist doch Ketten hier, als hier kann die. Gaudis von Meglan tut die mit mir und Zellusie. Halleluja. Die Pena parbaru du ha und heute manikal. Du ein Alpha und Omega, du ziel lauter an, du warst. Die Nei will mein Jeepen, ja du mein Iglami. Du Mugal, du Pesano mera ben, balu titu di Schalke. Omega, tut die lauter an.
zuallererst immer der Herr. Als Jesus seine Jünger lehrte zu beten, sagt er, wenn ihr betet, dann betet. Unser Vater im Himmel. Zuallererst immer Gott. Der Vater im Himmel. Halleluja. Und dann kam erst der Mensch. Unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld und. Aber in jedem Gottesdienst ist immer zuallererst nicht der Mensch, immer Gott. In jedem Anlass unseres Lebens fängt alles an mit Gott. Amen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Immer alles fängt an mit ihm. Seiner Ehre, die Anbetung zu ihm, das Reden von ihm, der Glauben an ihn, da kommt er zur Geltung. Und dann fängt er an zu wirken. Nicht erst der Mensch, immer Gott. Halleluja. Ja, also, jetzt können wir weitermachen. Ich möchte euch erstmal begrüßen, alle, im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, das Jahr hat angefangen. 2022, Vergangenheit. Alles, was du erlebt hast, alles, was in dein Leben war, ist hinter dir. Stimmt das? Und jetzt, 12 Monate lang, ein ganzes Jahr, 365 Tage, ein neues Jahr. Was hast du dir vorgenommen? Was für Ziele hast du? Was für Pläne hast du? Das ist die Frage an dich für dieses Jahr. Also, dieses Jahr ist nicht lange. Wie viele Tage haben wir jetzt? 24 Tage hat das Jahr. Ja. Also, das Jahr hat angefangen und ich hoffe, dass das Jahr für dich, für deine Familie mit den Herrn angefangen hat. Amen. Das ist das Allerwichtigste in unser Leben. Und deswegen möchte ich euch grüßen in den Namen Jesu Christi und ich freue mich, ich glaube vielleicht du auch, dass wir heute hier sind, dass wir unsere Versammlung haben, dass wir unsere Fastentage haben. Und bitte, lasst uns das wirklich im Glauben und ernstlich angehen. Amen. Und nicht so oberflächlich alles. Nicht so happenabgana, ohne Ernstlichkeit. Sondern wirklich, lasst uns wirklich ihn mit Hingabe den Herrn, seinen Willen suchen. Und wer das tut, für den wird sich auch der Herr offenbaren. Jesus den Jüngern nach der Auferstehung den Aposteln gesagt hatte, geht nach Jerusalem, wartet dort, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Was taten diese Geschwister? 120 Personen mitsamt den Frauen, sie gingen auf dem Wort Gottes nach Jerusalem. Und sie hielten sich auf ungefähr 10 Tage in einen Obergemach. Aber wisst ihr das Gute, was dabei war? Sie waren sich einig. Sie waren alle einig, einmütig beieinander im Gebet und einmütig beieinander im Gebet über das Wort, das Jesus zu ihnen gesprochen hat. Geht nach Jerusalem, verlasst es nicht, ehe ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das war ihr Ziel. Das Wort Gottes soll wirken. Das, was Jesus gesagt hat, wir müssen warten und der Herr wird es tun. Und dann geschah dieses Wunder. Amen. Dann kam die Salbung, dann kam die Kraft, dann kam das Feuer. Über alle, die in diesem Haus versammelt waren, alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Alle, mitsamt den Frauen, wurden erfüllt mit Heiligen Geist, mit Kraft und Vollmacht. Und Petrus fing an zu predigen unter den Heiligen, mit dem Heiligen Geist, unter die Kraft des Heiligen Geistes. 3000 Seelen hatten sich bekehrt, ließen sich taufen. Und danach geschahen Wunder und Zeichen. Halleluja. Und das will der Herr auch von uns. Wir sollen einmütig sein, einträchtig beieinander, auf ein Ziel bedacht sein. Wir suchen den Willen des Herrn. Wir haben dieses Jahr viel vor. Es liegt noch viel vor uns. Für die Gemeinden, Zelt und vieles andere. Aber das soll alles vor dem Herrn gebracht werden und er soll es segnen. Und wenn der Herr es segnet und er die Tür aufmacht, wer kann sie schließen? Wer? Wer kann sie zumachen? Wer? Niemand. Was der Herr auftut, ist auf. Was der Herr schließt, ist zu. Und deswegen
Der Herr schließt auf Türen. Und ich glaube, dieses Jahr wird irgendwie ein Jahr des Segens. Ich glaube daran, dass der Herr eine Erweckung schenkt. Es fängt schon jetzt langsam an. Es fängt schon an, glaubt. Es fängt an. Und der Herr will uns dort hineinbringen in diese Ernte und dass wir losarbeiten und dem Herrn dienen. Oder du sagst dir, ich bin zufrieden, ich bin zu faul. Okay? Okay, ist gut. Der Plan ist voll. Okay. Aber die sagen, ich will weitermachen, ich will weitergehen, ich will raus, ich will weitermachen, da freut sich der Herr. Der wird mit dir sein. Amen. Er wird mit dir sein. Und das fängt an. Das fängt an. Da bin ich guten Glaubens, guten Mutes, dass der Herr etwas Gutes auch tun wird. Lasst uns nicht entmutigt sein. Nicht, wie soll ich sagen, wie sagte Gott zu Josua, sei nicht verzagt, sei nicht mutlos, sondern sei stark. Denn ich, der Herr, bin mit dir. Ich, der Herr, bin mit dir. Und das ist das Wahrhaftige. Halleluja. Bist du dabei? Lasst uns jetzt für diese Einheit beten. Lasst uns jetzt für das beten, was der Herr uns die 2 Tage hier gibt. Lasst uns einmütig sein, auf des Herrn Wille ausgerichtet sein, unser Blick auf Jesus, sein Wort richten und das, was er spricht. Jesus, wir preisen dich, Herr. Auch genau wie Johannes, Herr. Er drehte sich weg, er drehte sich um von all den Bedrängnissen, von all den Problemen in sein Leben. Er drehte sich weg von allem, Herr, was ihm sein Leben schwer gemacht hat. Und er hat sich zu dir gewandt. Er sah dich, Jesus. Den Vollender des Glaubens, Herr. Den Anfänger und Vollender seines Glaubens, Herr. Und als er dich sah, gingst du zu ihm hin, Herr. Hast deine Hand über ihn gelegt und hast ihn gesegnet, Herr. Herr, und als Bestätigung hast du ihm gezeigt, dass du lebst. Und du wirst mit ihm sein, Herr. Und du warst mit Johannes, Herr. Und dieses Wort ist auch für uns, Herr. Du legst deine Hand über uns, Herr. Du legst deine Hand auf deine Diener, Herr. Und du sagst ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich bin am Leben, ich bin lebendig. Was ihr hört und seht, schreibt auf und bringt es weiter. Im Namen Jesu Christi, fürchtet euch nicht. Der Herr, der Allmächtige, wird mit euch sein. Traut euch, den Herrn zu vertrauen. Traut euch, ihm zu vertrauen. Und richtet euer Herz, eure Gesinnung voll und ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, der alles ist. Halleluja, Jesus, bitte, so segne unsere Gemeinschaft. Segne uns in der Einheit deines Willens. Segne uns in der Einheit deines Geistes. Herr, wir wollen uns demütigen jetzt unter deine gewaltige Hand, damit du uns erhöhst zu deiner Zeit. Und wir werfen alle unsere Lasten, unsere Sorgen auf dich, Herr. Und wir wollen wachsam sein und nüchtern sein, weil wir wissen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber den widerstehen wir fest im Glauben an dich, Jesus, weil du da bist, Herr. Und du hältst uns in deiner Hand wie die Sterne, Herr. Herr, wir sind leuchtende Sterne, Herr, in deiner Hand, Herr, um dich zu offenbaren, Herr. Herr, in der Welt, wer du bist, Herr. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch dich, Jesus. Darum will ich dich bitten mit meinen Brüdern, Herr, dass du, Herr, diese Tage, wo wir hier sind, Herr, unter Fasten und Gebet, Herr, Herr, wirklich dein Wort erfüllst, dass du zu uns redest, dass du uns Richtung gibst, Herr, dass du uns Kraft gibst, Mut gibst, Herr, dir zu dienen. Im Namen Jesu Christi. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Und das Volk sagt, Amen. Ja, also wir wollen das heute so machen. Wir wollen auch Zeugnisse hören. Zeugnisse über dein Leben oder auch dienende Brüder, die in der Gemeinde als Leitung dienen. Vielleicht, dass sie etwas berichten über ihr Leben, über die Gemeinde. Das, was letztendlich in dein Herz ist, um es ein paar Minuten weiterzugeben, ja, als Stärkung für die ganze Versammlung. Amen. Und das wollen wir tun.
Und danach werden wir anbeten. Wir werden sehen, wie der Herr, der Heilige Geist, uns leitet und führt. Wir wollen nichts kompliziert machen, sondern einfach, so einfach wie der Herr ist. So einfach. Und so einfach sollen wir sein, wie er zu uns redet. Halleluja. Besonderer Zeugnis. Gottes Segen erstmal, Brüder. Marco Prada, mit Freude Raum und Jagemo. Prada ist der Gadokaihi. Sowieso. Soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen? Doch, Debel, er möchte gelobt werden für seine Taten. Er hat es einfach getan auf Golgatha, das ist gut jieben für Menge, lobe ich ihn jeden Früh, aber auch für die Heilung, die er getan hat. Ich lobe ihn sogar für die Heilung, die er nicht getan hat, aber nur du weißt um alle Dinge her. Was du tust, ist gut. Wisst ihr, was er mir an Wunder getan hat? Das ist schon 2 Jahre her. Aber ein ganz besonders großes Wunder hat er getan, an meine Nichte, Galicai. Ich habe eine Schwester nur noch, und das ist die einzige Tochter von ihr. Und sie wurde plötzlich so krank mit 42 Jahren, hat einen Schlaganfall, da fragt sie. Durch den Schlaganfall haben sie aber in CT reingetan, konnten sie feststellen, dass sie einen Lebertumor hatte. Dieser Lebertumor, wenn er erst klein ist, nicht, aber der wächst. Wächst schnell. Ich habe was operieren müssen. Du Lebertumor ist 3,5 Kilo schwer. Bösartig. Respekt zu sagen, Tante Mariera, Jona Schrasko hat durch so viel Blut verloren. Herr Halbmann, sie schafft es nicht. 3 Tage müssen sie wirklich durchhalten, sonst schafft ihr es nicht. Tja, dann ging der Junge immer rein, Lagorom, verzweifelt. Immer Bale, eine schlechtere Nachricht nach die andere. Jetzt haben meine Mopen benutzt. Zizi Jadotodre. Ochabo hai vedaci sotarno. Weil du brauchst ein bisschen leise. Wenn also komm nie, hat man mir gekauft zwar leise, aber mich schon neue Dramen gebinnen. Dann weiß Ochabo dre, eins mal eine gute Nachricht, dann war er ganz schlecht. Dann war er wieder so verzweifelt. Dann bin ich alle, sie darf nichts kriegen. Nicht mal ein Schnupper oder irgendwas. Dann wird sie es nicht schaffen. Was hat sie gekriegt? Lungenembolie. Bom. Da, Betrasbade, Moos, die Gatschabe lauter. Dann lass sie. Ach, noch Bruder da. Nierenversagen. Dann schon mit Dochtri. Das war vor 3 Wochen. Heu, lass sie. Corona. Aber mit Uji, ich sag dir, das ist halbe. Wie groß unser Gott ist, Halleluja. Grad kannst du sehen. Dann schau doch nach 3 Wochen drehen. Dann hat sie noch Keime bekommen. Aber Abilunga, Keime. Und dann erinnern sie Menschen, Zitti, du kannst sie nicht anpacken. Verschiedene Blenze, man da heute nicht ja gepatzlo ins Repatzenz, ja de Betelake, wo mit der Salbrabla mit Elo. Matabela dann. Und wenn ich aus drehen. Und dann rack um Jage mit in der Blair. Vom Leben man ihn nur noch jekpen. Und Kaya hi, bald die Pflege fall die Felser. Kaya ge einzige Chai. Mo Geschwister. Nach Schamo Kokli, Essen schafft das nicht. Ich hatte mal Cousin, Mio Esch Cousin, am Baro Zarte, bin ich Milanes Kodat, Moses Kuschwiger Fatro. Auch vor Weihnachten. Vom Leben kann Hunde kriegst du, ich wollte gar kein Pascal Chate. Mir lauter Pastirulapa, mir lauter Heilige Rattan. Und du nach Schall. Halt du von einem Jesaja, durch deine Wunden ist das Mädel geheilt. Wo man Gott auch mich nicht tut an, Barodat. Und jede Deli Wundere verducke, dein Name soll verherrlicht werden, ich hatte ihn essen. Ich wüsste, ich wollte es nicht sagen. Ehrlich nicht, weil heißt er das Schagab oder irgendwas, Scharane, nur in der Bleskäufe hier. Du bringst ja noch mit Grau Spaß, mit Grau das, aber dann noch ein Lab von Odebel um Ernst. Nee, aber er, Hamidium Grevin, nächsten Tag, immer daraus ein Anruf. Und immer Rotschau, wenn aus Berufemangel an, hat Jalabas oder ein bisschen besser, mittlerweile ganz schreck aus. Ruf Rotschau um 12:01 an. Ruf an den Nasslingen Kehre an. Ruf schon durch den Dibbel, es geht ein bisschen besser. Die Werte werden immer besser. Und nach Trin Start, ich ruf Rotschau an. Und Rotschau ist, Lakurum ist an die Bad Schunaska. Und an Ratikasso mit Telefoner. Und ruf Redon Nasslung Kehr an. Und Daras, bei Nasslung Kehr heu. Anukoma. Ja,
Die will man nicht, ich bin aus der Kasse, ja, gelenkt ist aber gut. Hier ist eine Koma. Er will es, ja, die Kasse geht, ja, Kapregatsche. Dann hau erst, ja, Balli gebeta. Und nächstes, die Kasse, ja, Kapre. Wer will Geld, sie, ja, der Geld, sie, ja, die Geld, sie, nach so, warum zwinge mit die Jacke, der Heiwe, man zwingt Geld, sie. Durch, du dreht, du statt, du tiefst, was immer fertig da. Und kann er wieder noch Bares darunter? Dann was ich von Intensivstation, den er kann er rufen, ich habe an, vom Strumloch, ich muss euch das sagen. Aber wenn man nicht glaubt, dass das so lange dauert, aber es ist wirklich. Heute will ich kein Kreis. Rom ist 3 Monate, ja, an einem Koma, nicht mehr ansprechbar, gar kein Schien, nur nach so 3 Monate dran, lang. Auf einmal bin ich dran, Mann, Herr Bär, wollen Sie nicht, Ihre Frau möchte mit Ihnen sprechen? Vor einer Woche. Jo, bei nun hast du nur ab in normal Zimmer noch und die Gelds bis Fernsehen. Und kann man sie Hamburger der Hall. Dem Mau Debel, Menhi. Es ist die Wahrheit. Und kann ich. Kann es seit Montag, ne, Hilli, Anikura, Anirea-Klinik. Und Debel heil Rasslat. Preise den Herrn. Und er soll weiter hier. Und Gott, die Arme, hab ich so, wenn du wirklich passierst mit dem Bläste und ledest, was ist, du heilige Lapa, dann macht er große Wunder. Wenn er es nicht tut, dann ist diese Sache, ich bin ausgekommen, ins Gewitter gar kommen. Dann bin ich auch, Gott, du tust nur gute Sachen. Hier rupt der Keller und irgendwie, aber Gott, ich kannte mir, du meinst, Gott, Wunder, aber dieses Wunder, Runderzählung, du hast nicht anders. Klatscherei, der Bläst, gepreist in mir. Halleluja. Halleluja. Und ihre Seele und ihre Körper heilst. Ja, Jesus, so ist es dir wohlgefällig, denn du bist gekommen, um Sünden zu vergeben, aber auch Krankheiten zu nehmen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dafür bist du gekommen, Jesus. Du bist umhergegangen und hast Gutes getan und alle gesund gemacht, vom Teufel überwältigt waren. Und du tust es auch heute noch. Danke, Herr Jesus. Danke. Danke, Herr. Halleluja. Yeshua. Wenn dein Geist meine Sinne greift und in mir der Gedanke Gottes anfängt, sich zu bewegen. Halleluja. Dann dreh dich vor ihm hin. Geist, meinen Sinn ergreift und in mir der Gedanke. Oh.
und ich preise dich, o Herr. Wenn dein Geist, wenn dein Geist meinen Sinn begreift und in mir der Gedanke weint, du bist hier mitten unter uns. Ich bitte dich an, Jesus, Halleluja. Wenn dein Wort meinen Glauben stärkt und in mir meine Zuversicht bewegt, ja, dann steh ich auf und trete vor dich hin und singe. Halleluja, von ganzem Herzen. Und ich trinke, ja, ich trinke von dir, Liebe, Herr, deine Heiligkeit, Kräfte der himmlischen Welt. Jesus, Halleluja, ich nehme sie an. Und ich preise dich, o Herr. Jesus. Und ich preise dich, o Herr. Und Penot, okay. Maro devel hi baro, maro devel hi maschkremendi, und jene hoi preis ras mare debles lo bras. Krass je koma, jene hoi die krass, was menge einig an leste, ohne lesko, nei handle luga mendi, was menge einig an o devel, halleluja, denn dort wo die Einigkeit in Gott ist, da kann die Salbung des Heiligen Geistes über uns kommen. Ich glaube gar nicht. Stammo vielleicht für Prä. Und dann Krohi, der bist die Honkaudilis Gang. Man hier eine andere Gesinnung. Man hier Gesinnung, o Jesus, himirurai. Hier, o Jesus, natirurai. Gott ist so. Danke, Jesus, für Uteiron. Ich will dich lieben, die die Ehre geben.
seine Güte, seine Liebe endet nie. Ich will dich lieben, die die Ehre gebe. Seine Güte, seine Liebe enden nie. Reiche ihn hoch, du bist Gottes Sohn, der Majestät, dieser Ehre, nur dir allein, Jesus. Du bist Gottes Sohn, die Majestät, dieser Ehre, nur dir allein, Jesus. Ich will dich lieben, wie die Ehre geben. Seine Güte, seine Liebe endet nie. Ich will dich lieben, wie die Ehre geben. Seine Güte, seine Liebe. Halleluja, ich will dich lieben, die die Ehre geben. Seine Liebe, seine Liebe, seine Güte, seine Liebe, endet nie. Danke, Jesus, die deine und liebe Jesus. Danke, Jesus, Liebe, die die Ehre liebe. Deine Güte, deine Liebe endet nie. Ich will dich lieben, wie die Ehre geben. Deine Güte, deine Liebe. Deine Liebe endet nie. Gati und Evel Gatua. Jopikoi. Mare Gedanke penel mingi manchmal. Na na, Kojalga. Es kommt Kamlepen. Die antiken Bereiche drin, du gar nicht und mir gar nicht die Go.
Jopikoi. Jesus Sikoi. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Von der Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Und Zeugnis euch schon am Kolaberich Trasses die Herrlichkeit. Wer ist ihm gleich? Den einzig Auferstandenen. Den einzig Auferstandenen. In Ewigkeit bist du, Jesus. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Halleluja. Aber unter das Salote Anbeter. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Halleluja. Der das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie, bitte an den Sohn. Halleluja, mit Petraleski gleich. I Gineski, aber kann man in der Kaki Krell kai Petraming, Kotikai Ham, Kettene, Jalitikni Gruppa Kettene und die Biblera Krellmingi segnet euch. Segnet euch miteinander. Spricht Segen über euch aus. Und Kokomakana Krell und wenn Petra Gineski und Tumenkai Han Kotikana, Jalitikni Gruppa Kettene und Petren Fetumingi Kettene. Amen. Halleluja. Und auch Chave, gib eine Anbetung. Und Petra Gineski. Und dann die Gardure da. Amen. Halleluja. Wurde gelaut.
Thank you.
Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihre Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und als er die Menschenmenge sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keine Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte einsendet. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und das ist dieses Jahr. Der Herr sendet bevollmächtigte Diener in seine Ernte. Halleluja. Um die Ernte einzuholen, einzubringen. Siehet, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter, Diener einsendet in seine Ernte. Halleluja. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Halleluja. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie austrieben, jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl: geht nicht den Weg zu den Nationen, zieht nicht in einer Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber, predigt, indem ihr sagt: Das Himmelreich ist nahe gekommen. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Halleluja. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten bekommen. Wer einen dieser Geringsten auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Die Worte des Herrn. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Und dieses Wort hat am Anfang dieses Jahres mein Herz bewegt, zu Jesus zu kommen, dass er seine Hand ausstreckt und er uns salbt und Vollmacht gibt. Amen. Um zu dienen und dass seine Kraft und seine Salbung, damit das Evangelium mit Kraft gepredigt wird und Menschen ihre Knie beugen und ihre Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und wenn Menschen krank sind, dass du ihnen die Hände auflegst und unter dem Namen Jesu Christi die Menschen... Wie und Jesus immer noch dasselbe gut, da ich sage, auch dies in aller Ewigkeit. Hilu doch, oder? Geier Vollmacht, ab Geier Fasta und die Mangasse der Blästa. Aber ich habe Bedingungen hier für Geier Vollmacht. Eine Bedingung ist da für diese Vollmacht. Und die Bedingung ist, dein ganzes Herz hinzugeben.
nicht ein Teil, dein ganzes Herz. Die Bedingung ahi, die dinreleski und chivetut ganzleski an les krevasta. Nicht ein Teil. Obwohl die Gaun schon am durch all Zeugnisse, Devil Krele, Amen. Es gibt Gnade und Barmherzigkeit, Higoi. Aber Job kam el Bute da Krell. Und die will Job verherrliche men. Mitten dreh, gai am peski Gemeinde. Gai offenbarel pesu Jesus. Gai ulohn und die Lichter. Alles krieg Gemeinde. Von Gott Jalalot Avri. Bis hin dreh nu Weltu. Denn das Beste, was er hat in dieser Welt, ist seine Gemeinde. Seine erkaufte, bluterkaufte Gemeinde. Die reinigt er, heiligt er, dass sie Salz und Licht ist für diese dunkle, finstere, dämonische, abgefallene Welt. Und dann Gemeinde, halt du die Nare dreh. Darum halt du Sätze, men, als sie Segen. Amen. O Petrus Penela, ihr seid berufen zum Segen. Du lallt Segen, wo segen der du weiter. Aber der Albeste auf du Banko und dreht genau ihre Gedanken bis nur um Tutti, um die Reduk, die Enttäuschunger, die Verletzunger, um die Finanzi, heu Wähler, heu Jal, heu Jal te Kehre, heu Jal te Wohnunga, heu Jal mit die Geschäfter. Kolenza fangrelu Jesus chi an. Kolenza fangrelu chi an. Denn da ist das Herz geteilt, denn man kann nicht zwei Herren dienen, oder? Man muss sich entscheiden, für den Herrn ganz da zu sein. Vorbei, du bist ja schon um die Predigt, ist gewaltig. Mit warum ja, da ist Herr Lapiosi Kaffee. Und plötzlich was an Musik dreht, schon um die Predigt von David Wilkinson. Wo bin ich denn? Kolomursches, David Wilkinson. Ich hab ja schon Kehre, 2011. Was der Mann in sich gehabt hat für eine Herrlichkeit Gottes, was der bewegt hat für das Reich Gottes, hier bis Gaudives noch ein Segen. Und schon um jeg Predigt lässt da. Jesus, mit habe ich Vollmacht. Schon aus, Jaiskova abmandi, boromjati. Anko Kicha ist die Herrlichkeit von Udevel, den Herr Raska Prerovel. Einfach nur segne ich Udevel. Und dann kommt der Unterschied. Die kriegt du Bibel TV an oder schon ebralo YouTube, predigt die von manchen gar Agenda Gaudives. Heute mal Jekopu sehr gewaltig, dann schon wo Unterschied. Jesus, habe Demonstrationen, ich kenne Gaudives um die Hanene des Evangelium. Habe Theater kenne um die Hanene des Evangelium. Habe Beispiele, ich kenne verschiedene Bereiche, Theatrikoi um die Hanene im Menschenge des Evangelium. Nein, nein. David Wilkinson, Predigras, die Botschaft, die er vom Herrn empfangen hat, direkt, Panasso. Melol ist da direkt, Job. Weil du mal die Quelle anschließen, man. Und Gaulab, ab so Konferenz heißt, so Predigrasso, die dämpfe so Menschen hin, der bläst ganz. Aber nicht nur Mursch, sondern die Juwelnina. Das ganze Haus soll erfüllt sein mit der Kraft des allerhöchsten Gottes. Aber Gott, der Luther Panasso. Und dann Predigrasso. Kui Einfachheit, aber kui Sor, kui Kraft, kui Pala, kui Salbunga, kui Pala, kui Bewege, greist du, ja, chest du, gitschi anders prall, die Boy greist ihre Knie. Halleluja. Und Gott und die was Bali. Da müssen wir zurück. Ganz einfach. Hingabe. Ab mare Knie, abo Jesus. Und die war abo Predigt dran. Dann und die was vorbereitet, Basches Geheria. Dann die was wie ein Mose, Mukalu Schafi, Bali, und Jalu Prala pi Berga und Jakra Chase, und ausko Jakra kriegst du Devil mit Le. Und dann bist du fertig, salbrassest du Devil, segnassest du Devil, koi Herrlichkeit, schwass und lässt die Dreh, und dann was du Mose stehl ist, ko Schafi immer noch koi. Ma denke du und Mädchen, ich grau Schafi in ein Fest. Ma denke du, in ein Beschützrahmen und Backren, ich gemeindert. Kommt es Gemeinde, kommt es Backen, Schützrele und bewahre, go Jesus. Amen. Aber jo kamel tua chumonikel. Vollmacht, Füllung des Heiligen Geistes. Das Fleisch muss abnehmen und der Geist soll zunehmen.
Paulus Panas, ich lebe. Ich lebe. Me jivo. Mum noch jidu. Paulus hin noch goi penelu. Aber was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Schon in Mogolaba. Was ich jetzt lebe, lebe ich für Jesus. Aus Glauben. Ich diene ihm. Jeden Tag, was er mir sagt, werde ich ausführen. Auch wenn ich Schläge kriege, auch wenn ich in Bedrängnisse bin, auch wenn Stürme kommen, dann weiß ich, der Herr ist mit mir. Und ich werde sein Wort predigen. Unter der Kraft des Heiligen Geistes. Unter seiner Macht. Ich lebe. Aber was ich jetzt lebe, das lebe ich für Christus Jesus. Um seinen Willen zu tun, damit er verherrlicht wird und die Menschen anfangen, ihn zu preisen, zu loben, zu ehren. Halleluja. Hiko Maro bestreben. Hikova ist das als Diener, Merakob Mendi als Dinaria. Schieß Roman Mitte. Deswegen Panomia, Gau Bersche, Laltki Glan. Laltki Kova Glan, Lal 22 Stuki Glan. Die wirst immer in eine Niederlage erschöpft. Hingräb aller her und was dreht Teddy bis nach ein Hitchumoni? Lade, hikova gut jeepen, heu kann mehr mit du Devil weiterkrell. Hikova gut dienepen, heu kann mehr krell. Okay, gut, der Bresitschi dagegen. Aber dann kommst du nicht weiter. Dann bist du lau, schwach, erschöpft. Dreht du dann nur Kreisu, auch die Jar weiter. Dann wirst du explodieren wie ein Dynamit. Und du Devil will tun. Und dann die Gegner ihre eigene Jacke. Heute Devil ein Krela, Puterne, Pupure, Pimenschendi. Und koi Erdner will drei Sammelmen. Und Oleski, verkava Bersch, vermangi. Hi, Tschepa, die Segnelu Devil, Brutesta, Maru Jeepen, die Telumen Vollmacht, die Predigra, Bezeugra, Rakra von Jesus, Giva von Lester, die Tschepa will Jobkoi. Und um Menschi wehner anrühren, Menschen wenn anrühren und dann butschene heuka woitumen hi, dann pana u Jesus Christus. Amen. Und Menschen, die schwach, prahler, penja, die na stärkressen mit die dicken Lab von u Devil, mit Kraft und Salbung heu berühren. Und das will der Herr. Und dolus gönnt die Herr aspre mit Halota Wavu. Mit go Summepen, die nennen Summepen hi. Die Probleme an u Jeepen halt kaputt. Die Kaskabandi. Komm mit Heraspray. General Penelo Paulus, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich erwachsen und denke wie ein Erwachsener. Amen. Ich denke wie ein Erwachsener. Und ich möchte reif werden. Prala, wir haben berufen, Nina, durch Bedrängnisse durchzugehen. Oh. Guck mal, gerne schon, oder? Und diene bin Jaila durch Bedrängnisse durch. Denn du weh Gott, die kein Bank Menschen rikrell fest. Komm, geh luga so einfach los. Aber du weh Gott und dann will Bedrängnisse ab, du die. Und gerade Gott, die wirkrell und Devil ohne Bares. Amen. Und Paulus und Silas, wegen Evangelium. Drei brasse Dämonen, ein Wahrsagergeist von die Juwelvri. Und plötzlich, kol Murschau für die drei Slove mit der Juwel. Den Rasse Garci, Buddha, bitte, bravi Mutzka. Fria Panaskova. Kein bravi Mutzka. Auf einmal kick Bemai Romli Hanes, Buddha. U Wahrsager Geist weg. U Beng del Nina. Oh, er gibt auch. Aber er fordert deine Seele. U Wahrsager Geist weg. U Dämon uvri. Joi frei. Un Kola Dikenkova. Für den Reiselove mit la. Kalmurscha Waska, die Maru Zellu Jeepen verändern. Na. Das soll ein paar Schmuck. Sperrne den Dreh. Tief Teilen und Stillepen. Ganz tief Teilen, ein Kerker. Gott, die Hiskaki dunkel, die Gesgarci und konne sperre ich se koidre, kola mehr reis, da presse Herzinfarkt, wo die dunkel ist koidre. Ins Innerste des Gefängnisses. Und der Stellraming im Mengani Glan, Herr Gott, die Friedigkeit.
Und Gottes Bruder, da war drinnen. Total ein paar Schmule dienen, wegen das Evangelium, wegen Urlaub von Jesus. Mitten drei, sperren eine längere Herja, an so Blocko drei, wo Radfließ Hespra lende, i Duck an lende, und pönnel mich in die Bibel. Um Mitternacht fing Paulus und Silas an, den Herrn zu loben und zu preisen. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und dann go krasse, was die Herrlichkeit von Odevel an go stille bin. Und go zelle still bin ja, sogar von Kolendo, ich schon esse zulänge, Josebri. Halleluja. Und genau go krasse Paulus und Silas, genau in go Sekunde, um Mitternacht, fangen an, den Herrn zu preisen, zu loben. Go mit Zigrenne, bis go Batze bin. Goi mit Zigrenne, anko Duckeihille, anko Schwachheitergeihille, anko Bedrängnisgeihille. Zigrenne, die Patzene bis Gredebles und Vertrauene des immer noch. Und inna, die Kostellen Rujipen, hillinge egal, den Jonginena Gaiwene. Halleluja. Und genau Mitternacht preisen sie und beten sie den lebendigen König Jesus an. Und plötzlich kam die Herrlichkeit. Alle Türen gingen auf. Der Kerkermeister forderte Licht. Paulus Pennel, tu dir nichts an. Akiam. Und er sprang in diesen Licht ein. Pereluteli, ihr Männer, was muss ich tun, um errettet zu werden? Glaube an den Namen Jesu Christi, du und dein ganzes Haus, und du sollst errettet werden. Lelulen mit. Total verdiene. Handelulam pesko kea. Gott ist all weiter. Die Herrlichkeit durchlendi. Obwohl ein paar Schmule ist. Weil die Herrlichkeit von Odevel durchlendi vrin. Predig renne und es gut zelo kehr. Bekehrelpes und taufrelpes. Halleluja. Und krasse den Willen des Herrn. Und dann janne dure da. Dann gehen sie weiter. Gewaltige Männer durch die Vollmacht Gottes. Und Kokamelo Devil an Maru Jeepen. Kokamelo, die waskeg Arbeitaria, hoi hin Kraka akino pala her, sondern Arbeitaria, die just durch. Halleluja. Durchzugehen. Ich Zeugnis eine Gemeinde von Iga Agenda. Und krasse Gemeinde. Und plötzlich Karene Gajin Glan, aber Peterben. Und Gochalo Kako Megana. Hello Glan, fangrelo Antipetrel und Panelo Jesus. Offenbare Gatti an die Menge, offenbare in den Menschen, heu vielleicht Dämonen lendi. Offenbare Jesus, tu Walkaiti heil Resslen. Offenbare Jesus, fangrelo Antipetrel. Und die Herrlichkeit ist goi. Anni Reia, starb manch Menschi besessen. Anni Reia, dreh. Anni Gemeinde, Berschalang Jaisa dreh. Anni Gemeinde. Berschalang Jaisa dreh. Gewese und Preisreise. Aber Obenki sanlen, die Dämoni. Und am Panelot Jesus offenbari. Und plötzlich offenbaren Pesko Menschi. Menschi dare isko dreh. Jupp. Aber wenn ein Mann die zu, nein, weiß ich gar. Jalo ablende zu. Im Namen Jesu Christi befehl Rotumingi, ihr dämonische, unreine Geister. Kaka Panotumingi. Befehl Rotumingi, die Janfunka Kerpivri, die verlassrenkal Menschen. Baru Devil Jesus. Ohne die Krello Boot, morirasulenga an. Josevri. Und das Gleiche, Apistella. Jesus, Ganna, armer Lendi, du rugeist, du chippan Lendi. Nein, die kommen mit mir, Jacka, richtig. Der Heilige Geist an Lendi, Rakrestan, war besprache. Und Baru Devil, hab ich Vollmacht, die Geier. Jesus, was für eine Vollmacht! Ja? Hingegebene Diener Gottes. Hingegebene Diener Gottes. Sie leben für Jesus. Und Jesus lebt mit ihnen. Und deswegen, ich preise so eben. Der tut koi. Und hat der tut koi.
Da fangen wir Jesus ganz an. Amen. Was sagen wir nein? Und wir beten bei Nikanakawa, Matthäus Kapitel 10. Danke, Fasta. Die lässt du wirklich Mutter. Die wirst füllen mit du Geist von Odevel. Und die Halle Dinare von Odevel. Die dienen rest ganz anders hervorher. Ganz anders hervorher. Mit Gova Kamlepen, heu ganz an Jesus sieht, die will voll ganz an tut die Dreh. Und an Mandinina. Und mit Gova Kamlepen, die dienen ras. Dann die Gabo, die gab Maru eigeno Ich. Abfälle Zungi, Enttäuschungi. Koi Predigaga, Butter. Weil die kommen und gehen. Mit die Gabo Jesus, wie Johannes. Er drehte sich um und sah Jesus. Wie um Moses, die Gaspral, diesen brennenden Dornbusch. Mukasu Bakren Pali und Jasu Pral und lassu die Begegnung mit dem Feuer der Herrlichkeit Gottes. Und dort haben wir Dinaria, oder? Oder Trauramen Aigakova, die Mangel. Oder ne Trauramen Petrel Kova, hoi? Trauramen Kova, ne Petrel? Dafür haben wir Dinaria. Die Mengakova, dann hat die Raden. Also brauchen wir doch die Kraft und die Vollmacht und die Salbung über unser Leben, um zu dienen. Ninakati Pashusinti, nicht nur Pashukage, Pashusinti Nina. Und wenn die gar durch die Udevel gehen, oder? Wenn er lebra durch die Debles. Aber er will mehr. Und deswegen kommt auch noch Petra. Jesus, ich danke dir, Herr. Herr Jesus, du hast deine Jünger zu dir gerufen und sie sind gekommen. Sie waren mit dir zusammen. Und du hast sie gesegnet mit Vollmacht. Du hast ihnen Vollmacht deines Geistes übertragen. Und du hast ihnen deinen Namen gegeben, der Name unter den Himmel. Nur in den Namen werden Menschen errettet und geheilt und befreit. Und diesen Namen hast du ihnen verliehen, Jesus. Und sie gingen. Und sie gingen hinaus und predigten. Und sie heilten die Kranken. Sie trieben Dämonen aus. Und verkündigten das Evangelium des Reiches Gottes. Jesus, er hat nicht aufgehört. Herr, du bist immer noch der Gleiche. Herr, du veränderst dich nie. Und deswegen bitte ich dich, Jesus, all die Diener hier, wo wir versammelt sind, Herr, diese zwei Tage, Herr, ich bitte dich, wir sind mit dir zusammen, wir sind zu dir gekommen, wir demütigen uns und wir bitten dich um die Erfüllung der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich um Salbung, Salbung des Heiligen Geistes über unser Leben, Herr, dass wir die frohmachende Botschaft verkündigen, dass Blinde sehen werden, Lahme gehend, ein Jubeljahr zu verkündigen für die Menschen. Jesus, ich bitte dich, Christus, Herr aller Herren, ich bitte dich, die Tage, die wir hier sind, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unseren Glauben vermehrst. O Herr, und dass du die Ehre bekommst in allen Bereichen unseres Lebens. Herr, wir leben nicht für unsere Ehre. Wir leben für deine Ehre. Wir leben jeden Tag für deine Ehre, Jesus. Darum bitte ich dich mit meinen Brüdern, uns die Tage zu segnen mit Vollmacht. O, ich preise dich dafür, Jesus. Lass das heilige Öl, das Öl in uns fließen, Herr. Lass es fließen, Herr. Durch uns hindurch als ein Wohlgeruch zu deiner Ehre, Herr. Damit das Öl, Herr, sich verbreitet, da wo wir gehen, da wo wir sind. Bitte, Jesus, gelobt bist du in alle Ewigkeit. Geheiligt ist dein Name, Jesus. Halleluja, Herr. Wir wollen dich jetzt preisen, Herr. Wir wollen dir singen, Jesus. Unseren Mund